fangen wir einfach an. Hm? Hallo, neues Format. Auf dem Balkon in Berlin. Und wir werden sehen. Wahrscheinlich werde ich mich rausschneiden, aber ich werde mich mal ein bisschen zurückziehen. Hallo, Frau Sade. Herr Sade ist hier zu Gast. Nee, ich bin zu Gast bei Ihnen eigentlich. Wer sind Sie denn und was machen Sie? Vielleicht stellen Sie es selber mal vor. Ja, ich bin Ulrike Sade. Ich bin 61 Jahre alt. Ich bin seit vielen, vielen Jahren in der Fahrradbranche tätig. Habe vor 15 Jahren Velokonzept Sade GmbH gegründet. Und hier machen wir ganz viel zum Thema Fahrrad, aber auch neue urbane Mobilität. Ganz konkret, wir haben jetzt gerade in Berlin die Velo Berlin organisiert, eine große, große Fahrradpublikumsmesse. Und wir organisieren auch weitere Fahrradmessen in München und Bremen, fahrradtouristische Kongresse, Imagekampagnen pro Radfahren. Auch das Thema, dass es nicht nur Fahrrad ist, sondern besonders die jungen Menschen jetzt kein eigenes Auto mehr besitzen. Das ist eben das Intermodale, dass man eben switcht, dass man Zug fährt, Carsharing, Bikesharing, die ganzen Apps, die dazu gehören, diese Entwicklung, da haben wir auch schon Veranstaltungen zu organisiert. Wie kommt man dazu, dass man Konzepte für Messen für Fahrräder entwickelt und entwirft und daraus ein Businessmodell quasi entwickelt? Wie kommt man dazu? Also ich sag mal, es war nicht so geplant. Also ich war ganz früher mal Lehrerin, habe gemerkt, das ist es nicht. Ich fühle mich nicht wohl, war eher, ja, weiß ich nicht, unglücklich und dachte, das ist es nicht. Habe aber die Prüfung gemacht, war dann auch schon Beamtin oder sollte schon Beamtin auf Lebenszeit werden und dann bin ich ausgestiegen. Das war 1980 und da startete gerade so ein alternativer Fahrradladen schon aus verkehrspolitischen Gründen. Und da bin ich mit Begeisterung eingestiegen. So. Ja. Das klingt mir so nach so einem schönen alten Berliner, Alt-West-Berliner Modell, oder? So ein Lebensgefühl eigentlich. Das war damals ein West-Berliner Modell. Das war gerade so, als so die Grünen, die alternative Liste gegründet wurden, wo Bäckereikollektive, Druckereikollektive, Fahrradladenkollektive waren. Und ja, ich hatte für mich gerade gemerkt, ich habe so gesucht, was will ich? Ich so Töpfern war auch gerade ganz modern, Tischlern war auch modern, auch für Frauen gerade und irgendwie haben das viele auch gemacht und dachte ich, nee, das ist es nicht. Und ich habe dann wirklich so eher per Zufall, ich war große Autofahrerin, auch begeistert, für mich selbstverständlich, im Auto zu fahren. Und ich habe auch das Fahrrad entdeckt, bin damit zur Arbeit gefahren und merkte, wie gut das tun. Und das hatte mich damals gepackt und dachte ich, oh ja, so Fahrradladen-Kollektiv finde ich gut. Und so ging es eigentlich los. Und im Kollektiv, da arbeitet man ja gemeinsam. Ja. Ich habe auch mal lange in einem gearbeitet. Ja. Und da gibt es ja so keine Geschäftsführung, oder doch, eine Geschäftsführung gibt es dann irgendwann. Wir waren alle Geschäftsführer. So, und wie entwickelt sich das dann daraus? Da haben Sie dann irgendwann die Schnauze voll gehabt im wahrsten Sinne und dann gesagt, nee, jetzt muss man was Eigenes machen? Oder wie kam das? Oh ja, das stimmt. Naja, ich war, wie gesagt, 10 Jahre Fahrradladen-Kollektiv, erst 5 Jahre damals in Schöneberg, dann habe ich Velofil, den Fahrradladen Velofil mitgegründet, auch kollektiv. Dann wurde auch so ein Verbund gegründet von alternativen Fahrradläden. Ich habe damals dann ein Kind gekriegt und merkte, im Fahrradladen ist doch zeitlich auch ein bisschen viel, wollte auch gerne was Neues machen. Habe dann 10 Jahre diesen Verbund der selbstverwalteten Fahrradbetriebe auch mitgeleitet, also immer kollektiv. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ist mir doch irgendwie zu anstrengend oder ich will nicht immer wieder, na warum machst du das? Und dann dachte ich, ich will jetzt mal selber entscheiden, habe die Firma gegründet, auch mit 51% habe ich angefangen. Ich gesagt, ist mir egal, aber ich, ja toll, ich will das letzte Wort haben. Also ich mag dann nicht immer alles zu Ende ausdiskutieren. Und mittlerweile, ich war aber ganz vorsichtig, ich habe so vorsichtige Schritte gemacht und so mittlerweile seit 10 Jahren bestimmt schon ist das meine Firma und zu 100%. Aber der Weg dann in die Verkehrspolitik, die hat sich ja dann schon sehr früh dann abgezeichnet. Ja, das war eigentlich schon der Fahrradladen war ja schon. Also es war ja nicht nur Verkauf von Rädern, das war es, sondern wir haben schon den ersten Fahrradatlas von Berlin gemacht, wir wollten auch einen Autobahnbau verhindern. Eigentlich ja hochaktuell. Das ist auch das, was mich jetzt noch so begeistert, dass eigentlich so die Ideen von damals, also das Auto in der Stadt, ist nicht so
aufpassen. Da muss man Alternativen bieten. Ja, jetzt total angekommen ist und eben hier auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind jetzt alle so um die 30 und übersetzen es auch neu, aber eigentlich ist die alte Idee. Das finde ich toll. Und, aber modern übersetzt, ne? Also Sie haben, glaube ich, bei den E-Bikes übersetzt. Haben Sie aktiv mitgewirkt, oder? Habe ich mal irgendwo... Nö. Ja, ich meine, eine Sache habe ich noch gar nicht gesagt. Also ich habe zwei Abteilungen, die auch relativ bedeutend für die Ökonomie. Also das eine ist, wo eigentlich auch so die meiste Arbeit, das Engagement, ich meine, ich lebe ja für das Thema, so seit, wirklich schon 35 Jahre, ja. Und dass ich, was ich bewegen will pro Fahrrad. Und das macht ja auch Spaß. Aber ökonomisch sind die Sachen oft sehr schwierig umzusetzen. Und ich habe zum Glück ein zweites Standbein. Und das zweite Standbein ist eigentlich ganz banal. Da organisieren wir Einkaufsvorteile für Fahrradläden. Und ich mache auch eine Zollabwicklung für eine Elektrofahrradmarke aus der Schweiz. Mache da auch gute Umsätze. Und das ist so... oder das ist eine sehr solide Grundfinanzierung, dass wir uns dann manchmal leisten können, eben okay, also wenn wir da jetzt ein Projekt machen, was wir toll finden, Lastenräder zu promoten, haben wir jetzt mal länger gemacht, wo man die Deckungsbeiträge sieht, nimmt man die Kosten, nimmt man die Personalkosten, werden die gedeckt, werden die Abteilungskosten gedeckt, wird die Miete gedeckt, wo da doch manchmal ich froh bin, wenn gerade so die Personalkosten so irgendwie wieder reinkommen. Aber das geht, weil eben diese andere Abteilung doch die Grundkosten, dann kann ich das ein bisschen locker sehen. Okay, dann haben Sie also quasi zwei Standbeine oder ein Standbein und ein Spielbein? Oder? Nur ganz so, sind schon zwei Standbeine, die auch ganz gut sich ergänzen. Und mit den Lastenfahrrädern, das habe ich mir mal angeschaut, das versuchen Sie jetzt auch so richtig zu pushen, ne? Also dass quasi die Kurierfahrzeuge ersetzt werden jetzt auch durch Fahrräder. Weil das ist ja ein Riesending, das ist ja verkehrspolitisch toll, ich meine jeder, also auch für Autofahrer, diese ganzen Bestellungen über das Internet, dass jetzt jedes Buch und was weiß ich wie geliefert wird und der Lieferwagen in der zweiten Reihe steht und ja wirklich die Stadt lähmt, ja, und auch ist gefährlich, besonders auch für Radfahrer, auch wirklich gefährlich, auch für Fußgänger, und dass da Alternativen geschaffen werden, dass man mit Elektro-Lastenrädern eben dann doch ganz viele Sachen auch ausliefern kann. Da gibt es auch gerade neue Geschäftsmodelle, diese Velogista-Genossenschaft, die wäre ja total klasse. Haben wir einen Genossenschaftsanteil auch gleich mitgekauft. Ich dachte, super. Und ich hoffe, es funktioniert. Natürlich müssen die auch genug Aufträge kriegen. Also, ich versuche immer so ein bisschen auch zu verstehen, wie so Unternehmer sich so aufstellen heutzutage, die so ein sinnvolles Konzept verfolgen. Ja. Das hat mir nämlich bei Ihnen gefallen, dass Sie machen was sinnvoll, was nicht mit dem Internet zu tun hat primär, sondern Sie nutzen das natürlich wie ganz normal als Instrument. Aber Sie machen was wirklich Sinnvolles, was den Menschen hilft, und gleichzeitig ist es so gewinnorientiert, als dass Sie davon leben können. Ja. Ne? Also zumindest die Mitarbeiter und Sie hoffentlich auch. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich mich immer so frage, das finde ich schon genau die richtige Richtung. Also es kommt gar nicht darauf an, dass es gemeinnützig ist, sondern dass man irgendwas Sinnvolles für die Gesellschaft leistet, glaube ich, oder? Wie stehen Sie dazu? Ja, natürlich, das ist ja mein Antrieb. Mhm. Ja. Und damit dann auch für ein paar Menschen so einen Lebensunterhalt dann sich verdienen. Das heißt, als Zielgruppe wen sehen Sie als Ihre Zielgruppe für das Unternehmen primär? Sind das wir, ganz normale Menschen? Ja, natürlich. Also bei der Publikumsmesse ganz klar. Ja, bei den Messen. Obwohl unsere Auftraggeber sind jetzt die Messen. Das ist auch, wir machen noch mal was fürs Ministerium. Wir haben schon mal eine große Imagekampagne gemacht. Ich bin also kein Wein, Wein, sondern es ist guter Traubensaft. Guter Traubensaft. Also nochmal, also unsere Auftraggeber sind Messen, sind Ministerium. Wir haben, wie gesagt, schon mal eine Imagekampagne gemacht, auch dass Autofahrer auf Kurzstrecken aufs Fahrrad umsteigen. Das war aus der Klimaschutzinitiative der Bundesregierung.
die Auftraggeber sind, wo wir, und die andere Baustelle, die andere Abteilung ist natürlich die Elektroradfirma aus der Schweiz, die Firma Flyer, für die wir eben diese Zollabwicklung machen und auch die Rechnung schreiben für den deutschen Markt oder auch Einkaufsvorteile eben für die Läden, für die Fahrradläden zu machen. Das sind dann eben die Lieferanten von großen Marken. Das sind die, also von den normalen Menschen, das sind dann eher die Besucher, aber die Auftraggeber sind eben andere. Also ich finde es schon sehr herausfordernd, so viel, oder es war jahrelang, wirklich so viel zu verdienen, um eben auch einmal selber von zu leben, aber auch eben für eine Altersabdeckung. Und ich habe so, das ist, glaube ich, auch eine gesellschaftliche Sache, die schwer ist. Also so, ich habe ja, weiß ich nicht, war Lehrerin, wird auch eingezahlt in die Rente. Ich kriege, glaube ich, 430 Euro Rente, obwohl ich bestimmt 20 Jahre eingezahlt oder 15 Jahre eingezahlt habe. Ja, im Fahrradladen war ich ja noch angestellt. Und jetzt mache ich das durch, ich meine, ich habe jetzt durch ein paar Projekte Geld verdient. Ich habe das auch investiert und gehe davon aus, dass ich davon leben kann. Ich bin jetzt 61, ich habe schon vor, weiter zu arbeiten und denke, also mein Ziel ist schon, so aus dem Operativen herauszukommen. Also wirklich nicht immer früher habe ich viel mehr als 40 Stunden gearbeitet, aber jetzt eher doch mehr Freizeit zu haben und so. Aber ich möchte schon weiterarbeiten. Mhm. Ich halte das auch für sinnvoll. Also jetzt schon auch vielleicht ein bisschen mehr Freizeit, aber schon noch länger mein Geld zu verdienen. Es gibt ja so Unternehmensberater, die sagen, der eigentliche Zweck eines Unternehmens ist eigentlich perspektivisch der Unternehmensverkauf, um quasi damit dann sich selber auch abzusichern. Ja, das ist ein bisschen schwierig bei mir. Das haben wir alles, habe ich auch schon, lass mich schon noch mal beraten. Hier Velokonzept Sade GmbH, ich meine, ich habe mein, hängt schon sehr von mir ab und ich habe auch überlegt, was kann ich davon verkaufen. Ich meine, ich habe ja einige Mitarbeiter und die treten ja auch in die Fußstapfen und sollen auch so im nächsten Jahr ist das geplant, schon auch dann die Abteilung wirklich leiten und auch machen. Die kommen auch rein und die werden es auch weitermachen. Und ich bin da auch begeistert, weil ich das Gefühl habe, ey, die machen das super und neu. Aber dass ich jetzt das, was ich weiß, das kann ich nicht verkaufen. Also ich merke ja auch von vielen Kontakten, das finde ich schon verrückt, die werden ja mit mir alter. Ist so Leute, die ich seit Jahrzehnten kenne, die, wo man weiß, ey, super, da kommt dann plötzlich so ein 30-Jähriger. Ne? Und da sage ich immer schon dem Christoph, Leo oder Karin, ey, das macht ihr, den muss ich jetzt gar nicht, das macht ihr, da macht ihr, baut ihr den Kontakt auf. Also somit denke ich, geht es weiter. Also dieses Verkauf von, ja, dazu ist es so, ist, ja, die Firma hat einen Wert, aber das ist eben jetzt diese Nachfolge, die ich aufbaue, dass da eben sich das gut weiterentwickelt und vielleicht auch neu übersetzt. Mhm. Welchen Fehler hätten Sie sich im Rückblick gut schenken können, wenn Sie es gleich besser gewusst hätten? Welchen Fehler? Ja, ich meine, es ist ja jetzt ja alles gut gelaufen. Von daher, ich habe öfter Fehler gemacht. Ich habe auch mal auf irgendwas gesetzt, das hat nicht funktioniert, aber dann kam was anderes. Also ich sehe das schon ganzheitlich. Also ich sag mal, ich habe früher eben eine Kollektiverfahrung gehabt, wo irgendwie alle gleich waren, alle unternehmerisch auch irgendwie tätig. Als ich dann die ersten Angestellten hatten, da hatte ich echt Probleme, dass irgendwie so dieses von Kollektiv zu Angestellten, so zu Chefin, also da das richtige Maß zu finden an Fordern und Fördern vielleicht auch und das zu verstehen. So auch, ich habe dann die sicher öfter überfordert, manchmal auch unterfordert, mal zu sehr kontrolliert, mal zu wenig und
Also diese Führung zu übernehmen, fand ich sehr, wie sagt man, herausfordernd und auch stressig. Also wirklich. Und natürlich habe ich auch mal in ja, personell, also ich weiß gar nicht, ob das Fehler ist, auf jeden Fall mal harmoniert es mehr und mal weniger und dann da vielleicht eher zu sagen, ist nicht, ich trenne mich von jemandem und das also dann wäre wahrscheinlich besser gewesen. Was würden Sie anderen empfehlen, die so starten, sich so da in das Thema, das haben wir ja alle nicht gelernt, also wie kommt man da rein? Was würden Sie heute aus Ihrer heutigen Erfahrung anderen empfehlen? Was würde ich anderen empfehlen? Wie lernt man Personalführung? Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, manche sind dazu geboren, die das wirklich gut können. Ich merke jetzt wieder, dass es bei mir wieder Richtung so kollektiv ein bisschen geht. Also ich finde das eigentlich ganz angenehm. Das sind so lauter so selbstständige Leute und damit komme ich besser klar. So auch. Und das denke ich komisch. Es war ja 80er Jahre für mich, so voll Kollektiverfahrung, weil ich ja die Schnauze voll. Und jetzt lerne ich ja gerade von der Eigenverantwortlichkeit und auch von so denke ich, und wo ich dann mich auch jetzt gerade wieder anders verhalte. Also denen viel oder lerne, also wirklich weniger vorzuschreiben. So jahrelang habe ich gesagt, so Gott, du bist jetzt die Chefin. Also was mich ja gesellschaftlich sehr stört ist oder immer gestört hat, das war eben, wenn man eine Firma hat, und Mitarbeiter hat doch so immer, oh Gott, Chef, Ausbeuter und man will die Leute nur mehr ausbeuten und wenn ich freundlich bin, dann will ich ja nur, dass sie, weil sie dann besser drauf sind, arbeiten sie besser und oh, das fand ich da ewig aufgeregt. So dieses automatische Negative oder wenn find ich auch falsch. Also das Unternehmen, also gut, die Großunternehmen, DAX-Unternehmen und kleine Unternehmen mit, also ich habe ja immer so, jetzt aktuell sind wir acht Leute, dann in einen Topf zu schmeißen, das sind Welten und ich finde das ätzend. Also es stört mich wirklich. Also dieses, und ich denke auch, also, dass die von Mitarbeitern her, dass es hat nicht jeder unternehmerisch gedacht. Ja? Also irgendwie, natürlich müssen wir das Geld verdienen, ja, und damit ich die Gehälter zahlen kann. Ich kann ja nicht sagen, hallo, ja, schön. Und noch manchmal. Mach du mal frei. Was? Mach du mal frei. Das Geld kommt schon irgendwie. Ja, genau. Ja, und da denke ich, ist so dieses, ja, also ich finde es toll, Unternehmerin zu sein. Ich will auch die Freiheit zu haben. Ich habe oft so viel gearbeitet und sehr wenig Urlaub gemacht. Da ist an der Freiheit der Zeiteinteilung auch nicht so viel. Aber ich habe doch eine individuelle Freiheit und ich finde es sinnvoll, mein Tun. Und das finde ich schon toll. Ja, ist auch toll. Was empfehlen Sie anderen? Also man sagt ja immer, dass man so einer Passion folgen muss, ne? Wie Sie ja auch mit Ihrem Fahrrad. Was empfehlen die meisten, würden ganz gern unternehmerisch arbeiten, ihnen fehlt aber so das Thema, was sie so treibt. Und da, das ist so der Punkt, wo die meisten sagen, ja, sag mir, wie ich das finde. Was würden Sie denen empfehlen? Wie finde ich das Thema? Natürlich muss es einen Markt geben, das ist ja klar. Also ich muss auch gucken, dass ich die Passion muss sein, also finde ich auch die Lebenszufriedenheit muss die sein und ein bisschen realistisch zu gucken, womit kann ich Geld verdienen, wo sind meine Stärken und sei es jetzt im Servicebereich, sei es, dass ich was verkaufe, sei es, ich meine so handwerklich was zu machen, wird ja leider auch, das ist ja sehr schwierig, das ökonomisch hinzukriegen. Ja, jetzt auf der Fahrradmesse waren jetzt ja auch lauter kleine, tolle Firmen, die dann auf die Modesachen machen, Recycling-Sachen machen, aus alten Schläuchen, aus alten
planen, was machen, finde ich total klasse. Aber ich glaube, das ist schon ein harter Weg. Also so, wo ich denke, vielleicht eher manche schaffen es. Aber das ist, glaube ich, ökonomisch schwer und eher ein geringes Niveau von also Geld zu verdienen. Also dann vielleicht doch eher Dienstleistung oder eine Mischung mit Dienstleistung oder ja. Ich habe das mit zwei Standbeinen gemacht. Also als ich Velo-Konzept gegründet habe, da hatte ich schon diese Einkaufsvorteile für die Fahrradläden entwickelt, aus meiner Tätigkeit als Verbandsgeschäftsführerin. Und das habe ich mitgenommen und da wusste ich schon mal Miete. Ich wollte auch Mitarbeiter haben. Ich wollte nicht alleine. Also Miete und meine eine Mitarbeiterin, die immer noch da ist, die dritte, die ist schon mal finanziert. So. Und also das war schon mal gut. Und ich musste dann mit den neuen Sachen nur mich selber finanzieren erstmal. Wir haben wirklich zwei zu zwei, also eineinhalb Mitarbeiter hatte ich. So habe ich, so bin ich gestartet. Und das fand ich dann schon mal ganz gut, dass ich jetzt nicht sofort alles arbeiten muss. Also wirklich. Und man kann ja natürlich so ein gewisser Realismus oder auch zu sagen, ja, das geht jetzt irgendwie nicht, weil es, aber da tun sich ja doch immer andere Sachen auf. Das habe ich auch gemerkt, wo ich, also ich habe wirklich mal ein Projekt gemacht, da wollte ich so eine Franchise-Kette von Fahrradläden wollte ich machen. Das, da bin ich grandios gescheitert, weil ganz viele Läden mitmachen wollten und sagen, boah, super. Aber als es dann konkret wurde, sind sie abgesprungen und da habe ich auch Geld verloren und dachte, oh ja, also so zwischen Wunsch und Denken und mündlich Zusagen, wenn es dann konkret wird und auch verbindlich wird, dass da noch Welten sind, das war schon eine Erfahrung. Kann ich alles auch was zu sagen, aber ich sage es jetzt nicht. Genau, also noch zwei Fragen. Wenn Sie so überlegen, Ihren Arbeitsalltag, was ist für Sie so das wichtigste Tool? Womit geht gar nichts? Womit kann man, also womit gestalten Sie im Grunde, womit könnten Sie Ihr Unternehmen allein gestalten? Ist das Telefon für Sie wichtig? Ist der Computer? Gibt es irgendwas, irgendein Tool, wo Sie sagen, das ist das, womit ich es allen anderen empfehlen kann? Das hat mir unglaublich viel geholfen. Viel geholfen. Manche mal zum Beispiel Customer Relationship Management, die sagen, ohne, also da treten, also damit angefangen. Okay, hätten, also was bei mir ist, ich glaube, ich bin unglaublich ehrlich. Klingt jetzt so blöd, ja, also die Leute vertrauen mir. Die sagen, wenn Ulrike Sade was zusagt, dann macht die das. Ja? Und dann kann ich, und die Qualität stimmt auch. Und die steht dahinter. Also sich so manche sagen, also wirklich dann auch, was heißt blind, die sagen, okay, natürlich. Also da, das habe ich mir über die Jahre aufgebaut. Also da auch wirklich termingerecht zu arbeiten und dann ist manchmal wirklich anstrengend. Dann ist man schon nicht immer so lustig, ja, wenn dann jemand im Stress krank wird und man natürlich verschiebt sich mal was, aber dann redet man da offen drüber. Also diese Zuverlässigkeit, dieses volle Vertrauen und auch wirklich Grundehrlichkeit ist auch mit den Finanzen. Also wir sind wirklich, ist auch eine Erfahrung, man sagt so, was nimmt man ein und was ich. Wie verbucht man das und so weiter? Also das kenne ich aus früheren Zeiten, also in den ersten Jahren so. Aber das für uns ist alles völlig korrekt. Ja, also auch die Finanzprüfer, die wir kriegen ja doch ab und zu, die sind immer schier begeistert. Sie wollen sowas. Letztens war einer da, der wollte, sagt, er hätte sich auf 2 Wochen eingestellt, hier uns zu prüfen, weil er mehrere Jahre uns nicht geprüft hat. Und dann, der ist 1,5 Tage war er da und sagt, das unglaublich. Also das finde ich, find ich gut. So, genau. Eigentlich jetzt in der Regel frage ich immer noch, was machen Sie jetzt im Anschluss? Da sieht man mal so einen Eindruck. Ja, heute ist ja, ganz, heute ganz schön. Jetzt ein bisschen was muss ich noch fertig machen. Und wir feiern nachher die erfolgreiche Velo Berlin. Ach, wir gehen super. Wirklich gleich zusammen essen.
meine Mitarbeiterin gesucht, die kam, wir fahren nach Friedrichshain, ich hier von Tiergarten nach Friedrichshain und essen da schön und dann fahren wir noch die Critical Mass mit, also eine Demo pro Radfahren, heute 20 Uhr und wir haben mal alle zusammen, das finde ich schon klasse. Ja, super, sehr schön, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.